Offenbach. Die Rohrreiniger Uwe Moormann und Michael Braun untersuchen ein verstopftes Abflussrohr. Mit einer Kamera gehen sie der Ursache auf den Grund. Bitte oben mal Bescheid geben, dass nichts mehr über die Küche entwässert wird. Das wäre sehr nett. Solange warten wir auch hier noch, bevor ich das ganz auseinandernehme. Es wäre nicht das erste Mal, dass wir halt auch geduscht werden. Ja. Nur, es muss ja nicht sein. Ja. Ist alles aus? Ist alles aus, alles Spülmaschine aus, nichts im Waschbecken drin, keiner, der einen Stöpsel ziehen kann. Keiner, alles hervorragend. Gut. Das heißt, dürfte jetzt nichts kommen. Achtung, jetzt kommt. Zack. 2013 haben wir es gekauft und dann haben wir halt selbst renoviert. An die Rohre sind wir nicht so richtig rangegangen, weil da hatten wir nicht so die Zeit dafür. Beziehungsweise wir haben keine Fachleute ranbekommen, die in der kurzen Renovierungsphase zu gut Deutsch auch mal Zeit hatten. Das war halt das Problem. Gut, ich konnte jetzt das HT-Rohr direkt aus der Wand ziehen. Da ist also keine Dichtung drin, ist nichts. Das ist nur leicht reingesteckt gewesen. Ne? Ist natürlich nicht gerade rückstaufördernd, sage ich jetzt mal so. Das sollte man auf jeden Fall nachbessern. So, Michael, wie sieht's aus mit der Kamera? Mit Kopf kommen wir nicht rein. Kommen wir nicht rein, nein. Also müssen wir ohne. Ist halt die Gefahr wieder, dass wir irgendwo hängen bleiben. Ich da ohne hinstellen. Würdest du dann einmal nullen? Null und Aufnahme, oder? Ja. Ja. Wenn ich jetzt hier reinschaue, sehe ich zumindest, das ist ein Tonrohr. Dass es ein Tonrohr ist. Sieht doch schön die Fettanhaftung jetzt hier vorne. Man riecht es auch, dass es die Küchenleitung ist. Ne? So, jetzt fahren wir in eine Schaumschicht hinein. Das ist natürlich. Jetzt so, Wasser. Unten steht Wasser. Problem ist, wenn wir in Wasser einfahren, wir sehen so gut wie nichts mehr. Der Kamera macht das nichts aus. Nur wir können dann nur, so wie jetzt, sehen, das Wasser ist recht klar. Das Wasser im Rohr steht. Eigentlich sollte es fließen. Wasser ist das Transportmittel für die Sachen, die hier eingeleitet werden. Heißt, wir müssen Wasser nutzen, dass dieser Dreck überhaupt zum Stadtkanal kommt. Ja? Ah, guck doch mal. Traumhaft, da ist die Muffe abgerissen. Ja? Wisst ihr das? 5 Meter. Wir sind ungefähr, warte mal, 1, 2, 3, 4, 5. Das könnte schon fast vorne die Einleitung von der Toilette sein. Die vorne kommt, weil mehr kommt ja nicht. Das sind ja nur die, ach so, da kommt ja die 2. So. Das ist kein Dreck, das ist. Ah ja, könnte Wurzel von oben. Das sieht aus wie Wurzel, aber gigantisch. Sieht aus, als wenn da gerade so ein Teppich drin hängt. Gut, ist also generell so, dass hier was gemacht werden muss. Also ich schreibe das auf jeden Fall schon mal zusammen. Das ist alles ein bisschen viel, ich weiß. Ja, das ist richtig, da haben Sie recht. Aber es ist positiv, mal zu sehen, dass ein Kunde darüber nachdenkt, hallo, ich muss da mal danach gucken lassen. Die meisten Kunden sagen wirklich, 30 Jahre ist nichts passiert und 30 Jahre hatte ich nie Probleme und jetzt geht's los. Dann ist es aber meistens zu spät. Dann kommen wir meistens und müssen da einmal rundum Sorglospaket machen. Hier sind wir immer noch in der Lage, ein bisschen einzugreifen und uns das in Ruhe mal anzuschauen. Man sieht halt durch einen verschmutzten Kanal nicht den exakten Zustand, das muss ich auch dazu sagen. Mhm. Es kann durchaus sein, wenn man das einmal durchgereinigt hat, dass dann noch mehr Schäden quasi auftreten. Als erstes werden wir jetzt mal die Kamera zurückholen, werden das wieder so zurückbauen, dass es wieder dem Zustand entspricht, wie wir es vorgefunden haben. Und wir schauen mal in diese 2 Blechdeckel rein, die mir vorhin schon im Eingangsbereich aufgefallen sind. Wie war das jetzt hier? Einmal nach oben, einmal nach unten, ne? Richtig. So, da würde ich gerade den Michael nochmal holen, da ist er schon. Ich bin schon da. Gucken wir da nochmal rein. Ja. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, das ist ein Busch. Ungefähr der Bereich hier vorne, wo wir mit dem Kamerakopf waren. Mir ging es jetzt erst nur nochmal da, waren wir schon auf der Straße oder sind wir noch auf dem Grundstück. Ja, aber es sieht so aus,
mit diesen 11 Metern ungefähr, dass wir hier in dem Bereich sind. So. Das kann man aufmachen. Kriegst du das so auf? Ja, ja. Ja. Oh, das ist, oh. Das ist ein komplett zugeschippt. Eine sehr interessante. Okay, was Brocke, ne? Ich glaube, da sehen wir nicht viel, Michael, oder? Ja. Gut, das ist natürlich gut. Wir schauen uns mal die andere Kammer an. Also die Abwasserrohre verlaufen definitiv da unten drin. Man kommt halt jetzt nicht mehr ran. Meine Empfehlung wäre, einen Zugang über diese alte Klärgrube zu schaffen, würde bedeuten, diesen Bauschutt zu entfernen, dass wir einen Zugang zum Rohr bekommen. Von da aus die Rohrleitung einmal zu reinigen. So besteht nicht die Gefahr, dass wir den Keller unter Wasser setzen, weil der Ablauf zum Stadtkanal gegeben ist. Das macht schon Sinn, dass man da jetzt mal rangeht und dass man halt das jetzt auf einen neueren Stand bringt, damit man halt wirklich dann halt auch Ruhe hat. Weil, wie gesagt, wenn es nochmal in den Keller zurückstaut, das wird halt teurer, als wenn man halt hier draußen den Abfluss wieder richtig herstellt. Dann danke ich mich und wünsche noch einen schönen Abend. Kein Problem. Danke. Danke. Ciao. Ciao. Wir werden jetzt hier für diesen Einsatz 175 Euro berechnen. Das Anfahrt ist alles mit drin. Der Kunde kriegt von uns auch noch ein kleines Protokoll, was zu tun ist. Also so eine kleine To-Do-Liste. Der Kunde weiß erstmal Bescheid, was da auf ihn zukommt. Auf geht's. Ja, fahren wir mal los. Oh. Jo. Das ist nur gut, dass der uns angerufen hat. Ja, ja. Es war einer, der nicht erst angerufen hat, genau, wenn es zu spät ist. Genau das wollte ich sagen. Wenn alles überschwemmt ist. Ja, er hat gesagt, er ruft mal an, wir sollen mal untersuchen, also Vorsorge. Ja. Diesen Kunden werden die Rohrreiniger schon bald wiedersehen. Für heute ist aber erst mal Feierabend.